So, meine lieben Damen und Herren, es ist das Jahr 2070. Der Herr Schulz ist 62 Jahre alt. Ich möchte das jetzt nicht am Alter festmachen, was ich jetzt sagen werde, sondern eher auch daran, in erster Linie daran, dass meine Karriere ja doch sehr ins Stocken geraten ist, dass ich ja schon in den letzten Jahren wirklich wenig bis gar keinen Erfolg mehr hatte und möchte deswegen jetzt auch daraus eine, noch keine Konsequenz ziehen, aber mit dem Gedanken spielen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich in dieser Saison 2070-71 gefeuert werde, werde ich meine Karriere beenden. Dieses Ultimatum stelle ich mir selber, um jetzt auch mal ein bisschen Druck zu generieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, ist Stand jetzt natürlich relativ gering, weil das Saisonziel der Klassenerhalt ist. Und ich habe ja innerhalb weniger Wochen hier aus einem Aufsteiger eine Mannschaft gemacht, die eigentlich fast schon in die Bundesliga gehen kann. Aber gut, das ist jetzt auch mein Verdienst, um mir auch mal wieder selbst auf die Schulter zu klopfen. Das wollen wir jetzt hier nicht quasi mitbewerten. Wenn ich gefeuert werde, dann werde ich als Trainer und Manager auch nicht mehr arbeiten in Zukunft. Das ist jetzt, wie gesagt, überschaubares Risiko. Und dieses Ultimatum gilt auch nur für diese eine Saison und für diese eine genannte Bedingung. Wenn ich gefeuert werde, dann bin ich weg. Wenn ich nicht gefeuert werde, dann werde ich hoffentlich meine Karriere wieder ein bisschen in Trab bringen. Mit 62 bin ich ja eigentlich noch ganz frisch, sowohl unten als auch oben. So, wir starten jetzt in die Saison gegen Osnabrück und Berlin. Aber, ne, vielleicht werde ich dadurch, dass ich jetzt mir selber dieses Ultimatum stelle, ein bisschen jeglichen Schlendrian im Keim schon ersticken, gar nicht mehr aufkommen lassen, jedes Spiel angehen, als könnte es das letzte sein. Ja, so ganz dramatisch vielleicht auch nicht, aber der Vorstand ist auch noch gar nicht so super begeistert. Ich habe Vertrag bis Ende 2072. So, wir trainieren Zweikampf. Ich bin noch an dem Uffe dran. Ich vermute, dass wir uns den nicht leisten können. Wir haben 9,5 Millionen, die werden sicher mehr für ihn haben wollen. Der Henker wird umworben. Ansonsten habe ich eigentlich vielleicht schon zu viele Spieler verpflichtet. Wir haben noch den Berler in der Jugend, der kriegt erstmal einen Vorvertrag. Bei den Amateuren haben wir hier einen DM, Tobias Apostolakis, ein Starspieler. Allerdings auf der Position haben wir gerade nicht so Bedarf, aber vielleicht, falls sich da mal jemand verletzt, können wir ihn ja mal fragen. So, das Ultimatum ist gestellt, die Saison geht los, let's go. Grifo hat einen Adduktorenabriss. Uffe Mokrani, mein alter Kupferstecher hier. Heidrich möchte 13 Millionen, das ist das Doppelte seines Marktwerts. Das könnte man sich eigentlich noch leisten, aber dann wären wir auch im Minus. Und dann würde ich ja damit auch schon irgendwie die Entlassung provozieren, wenn ich uns jetzt finanziell ruiniere. Ich fürchte, das mit dem Uffe wird nichts. Wir verhandeln jetzt hier nochmal ein bisschen. Der HSV wäre auch doof, wenn sie ihn gehen lassen würden, aber der HSV ist ja relativ gut im Doofsein. Ah, gehen sie eine halbe Million runter? Nee, dann wird es leider nichts, aber ich denke, wir sind auch so stattlich aufgestellt. Freiburg gewinnt den Ligapokal in der Verlängerung gegen RB Leipzig. So, der Henker wird umworben. Der Henker geht nicht nach Rom. Das Schafott bleibt hier in Wiesbaden. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Wir hören uns aber mal das Angebot an von Salvatore Gualtieri. 3,25 Millionen bietet er. Ist mehr, als er wert ist. Verhandeln mal ein bisschen. Nochmal 150.000 Euro. Nochmal 300.000 Euro. Ah, der Mann ist 28, aber das ist ein guter Mann. Den müssten wir dann auch ersetzen. Ich glaube, wir werden uns hier nicht einig. Nein. Oh, da hatte ich schon Angst, dass er das doch noch annimmt. Wir hatten den Preis ganz schön hoch gepokert, aber jetzt kurz direkt vorm Saisonstart möchte ich hier nicht so eine Baustelle aufmachen. Der Spieler ist mit seinem neuen Vertrag zufriedengestellt. Wir spielen in Osnabrück. Die sind ebenso wie wir Aufsteiger. Also wir sind nicht so eingespielt. Grifo fällt 6 Wochen aus. Ansonsten sind alle fit. So, wir spielen so Lengleborg, Sigborsson, Henker, Rasner, Cherry, Köybassi, Polly, Deloa, Sapai, Taylor, Strauß, Bäumler, warum soll der Bäumler spielt? Obwohl er nicht so frisch ist. Kadric. Ah, Kadric ist auch. Ne, Kadric sollte spielen.
Massiku, Ferreira, Carvajal. Ja, ich denke, da sind wir gut aufgestellt. So gehen wir das dann auch an. Abseitsfalle ja, Pressing ja, Torwart offensiv. Wir spielen einfach mal ganz normal. Gucken mal, was dabei rumkommt. Starten in die Saison, ausverkauftes Haus hier an der Bremer Brücke. Sebastian Vettel, Tipp 2-2 und los geht's. Denkt dran, liebe Spieler, die Karriere des Papas steht hier auf dem Spielbeginn in Führung. Da trifft der Henker direkt, Sapai mit dem Assist. Hat nur 9 Minuten gedauert, bis wir hier zum ersten Mal jubeln durften. 19 Meter Entfernung jetzt, der Henker flankt auf den langen Pfosten, schön geflankt, alle schlafen in der Mitte. Es gibt Abstoß. Gelbe Karte für Deloa nach umstrittenen Handspiels. Tomlin flankt Volley in den Strafraum, direkt an Armin Lewaschow und der Ball ist drin, da ist der erste Gegentreffer der Spielzeit. Nochmal vor dem Halbzeitpfiff hier die Osnabrücker. Tomlin flankt auf seitfalls hier Lewaschow, war weit über das Tor. Gelbe Karte für Lengle nochmal. Es steht 1-1 zur Pause. Wir wollen hier nicht direkt irgendwie unter Druck geraten, sondern am besten direkt hier einen Auswärtsdreier holen. Der Henker bekommt ein Lob. So, sollen wir vielleicht doch mal einen Tacken offensiver spielen. Aber ich denke, auswärts können wir ja erstmal zufrieden sein. Ich bringe mal Carvajal für Kadric. Gelbe Karte für Sigurðsson. So, einige gute Leute, die noch auf der Bank hier sitzen müssen. Kiskito kommt für Deloa. Der hat auch gelb schon gehabt. So, die letzten. Borges kommt für Lengle. Viele gelbe Karten hier. Dreimal gewechselt, passiert hier noch was. Borges, da ist er, nimmt den Ball an, flankt direkt vor den Strafraum. Henker schaut auf den rechten Flügel. Sein Pass geht dann leider ungenau ins Aus. Und wir entführen hier zumindest ein Pünktchen mit einem 1-1 in Osnabrück. Das ist, denke ich, erstmal okay. Zahlen 29.000 Euro Prämie. Henker, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 5 schwach. Wir stehen dann erstmal auf Platz 9. Wie gesagt, das Saisonziel ist der Klassenerhalt. Auch wenn der Kader mittlerweile fast schon mehr hergibt. Nürnberg verliert 1-2 gegen Rostock. Berliner AK verliert 1-2 gegen Münster. Berlin ist unser kommender Gegner. Bochum verliert auch 1-2 gegen Offenbach. Das Ergebnis hatten wir hier heute 4-mal. 1. FC Köln gewinnt 6-0 gegen den HSV. Da läuft es ja richtig gut beim Hamburger Sportverein. Heidenheim gewinnt 1-0 gegen Viktoria. Reden verliert 1-3 gegen Augsburg. Osnabrück, wir spielen 1-1 dort. Düsseldorf spielt 0-0 gegen Kiel und Burghausen verliert auch 1-2 gegen Darmstadt. 1. FC Köln natürlich Tabellenführer, HSV natürlich Schlusslicht in der 11. des Tages. Diese Herrschaften, niemand von uns. Wir waren im bestbesuchten Stadion zu Gast. Ross geht von Ingolstadt nach Valladolid Strand, von Freiburg nach Liverpool. Wir haben keine Verhandlungen anstehen, spielen jetzt zu Hause gegen Berliner AK. Die haben das erste Spiel der Saison verloren. Es gibt 500 Karten Auswärtszuschuss für das Spiel in Nürnberg. 9,5 Millionen auf dem Konto. Soll ich doch nochmal versuchen, wen zu verpflichten? Ich denke, wir bleiben jetzt erstmal so. Wir haben ja ansonsten noch bis Januar Zeit, Spieler nachzuverpflichten. 70.000 Euro verloren, wollen den Kader jetzt auch nicht noch weiter aufblähen. Bleiben jetzt erstmal so, wie es ist. Gemischte Woche. Kondition ist super bei uns. Frische, ist zu wünschen. Ja. Geht aber eigentlich ganz gut. So, dann kommt ja auch in Kürze der DFB-Pokal. Champions League, erster Spieltag. Freiburg spielt 0-0 gegen Linz. Kaiserslautern verliert 1-3 gegen Fenerbahce. Schalke gewinnt 2-0 gegen Zwolle. Ja, Schalke, die sollen jetzt hier die Champions League holen. Das ist noch die Fortsetzung von meiner Arbeit, die wir hier sehen, was Gelsenkirchen hier liefert. So, Leipzig gewinnt 1-0 gegen Alexandria. Dann wäre ich natürlich auch in gewissem Maße Champions League-Sieger, wenn Schalke jetzt die Champions League gewinnen würde. So, Gladbach gewinnt 3-1 gegen Debreceni. Meldefrist für den Europapokal ist abgelaufen. Da möchte ich vor meinem Karriereende eigentlich unbedingt nochmal hin. In Wiesbaden hätten wir da noch einige Schritte zu tun, bevor wir da hinkommen. Eins nach dem anderen. Ginzari von Thessaloniki für über 13 Millionen Euro verpflichtet. Wir spielen zu Hause gegen Berliner AK. Die sind stark. Sprache schenke ich mir. 8600 Zuschauer hier in der Britta Arena. Birdie Fox tippt 1-2 auf die Gäste. Ja, so mein Heimdebüt hier in der im Wasserfilter-Tempel. So, indirekter Freistoß, 20 Meter. Köybassi legt ab. Henker visiert die kurze Ecke an. Schön um die Mauer gedreht. Millen hat den Braten gerochen.
köstlich. Er kann den Ball halten. Lengle, wir treffen schon wieder früh. 1-0. Vorlage Rasner. Ich habe die Namen noch nicht so drauf. Ich musste gerade gucken, ob Rasner ein Spieler von uns ist. Tatsächlich. Henker schießt genau auf den Keeper. Der wählt den Ball nach vorne ab. Ein Schuss wie eine Guillotine. So, Einwurf jetzt durch Rasner. Hoch in den Strafraum. Griffin hat aufgepasst, köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Und schon wieder vor der Pause der Ausgleichstreffer. Acevedo Junior. Vorlage Pascal Allen. Schon mal gehört den Namen. Hallo, mein Freund. Was machst du denn hier? Ganz ein Tor hat er geschossen in 48 Spielen beim HSV. Jetzt spielt er hier für den Berliner AK. Es steht mal wieder 1-1. Ein Lob für Lengle. Kommt er aus dem Schwabenland? Oder naja. So, macht sie fertig. Hier wäre natürlich ein Heimsieg schon mal angemessen. So, 61 Minuten. Ich bringe mal Ferreira für Sigborsson. Rote Karte für Zulehner, nachdem seine Hand angeschossen wird. Das war eine ziemlich harte Entscheidung. Muss man auch mal so zugeben. Aber ja, Steinhaus meinte, das wäre glatt rot. Wir haben jetzt noch 20 Minuten Überzahl. What now? Ich bringe mal Cherry für Bäumler. So, in Überzahl müssen wir jetzt mal die Offensive noch einen Tacken erhöhen. Und dann kommt nochmal Borges für Kadric. Henker marschiert auf die rechte Strafraumecke zu, nimmt den Ball mit, schießt. Und der Ball ist drin, wir gehen in Führung. Zweites Saisontor am zweiten Spieltag. Lengle mit dem Assist. Und tatsächlich gewinnen wir dann in Überzahl. Ein später Arbeitssieg. Sieg ist Sieg. Na, 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 na. 2-1 gewonnen, 183.000 Euro eingenommen, 38.000 Euro Prämie bezahlt. Lengle, der beste Spieler, war an beiden Toren beteiligt. Spiel bekommt die Note 3 hübsch und wir klettern auf Platz 4. Schon mal 4 Punkte gegen den Abstieg. So, 10% der 40 Punkte haben wir damit schon mal voll. Dann können wir jetzt auch im Pokal die blöden Hannoveraner rausschmeißen. Dann wäre es doch ein gelungener Auftakt in die Spielzeit. Wiesbaden, wir gewinnen 2-1 gegen Berlin. Rostock unterliegt Burghausen 1-4. Kiel mit einem 1-1 gegen Heidenheim. Augsburg gewinnt 2-1 gegen Osnabrück. Münster gewinnt 3-2 gegen Reden. Viktoria verliert 1-2 gegen Düsseldorf. Offenbach mit einem 2-4 gegen Nürnberg. HSV spielt 1-1 gegen Bochum. Und Darmstadt spielt 0-0 gegen 1. FC Köln. Zwei Clubs mit jeweils 6 Punkten, das sind Augsburg und Münster, dahinter 1. FC Köln noch ohne Gegentor. Wir sind punktgleich mit Köln und diversen anderen. Drei Teams haben noch keine Punkte, das sind Berlin, Viktoria und Reden. In der Elf des Tages sehen wir Lengle. Ich muss mich erst an unser Logo hier gewöhnen. Lengle ist in der Elf des Tages, auch in der Scorerliste ist er jetzt hier in der Top 10, wie auch der Henker. Der Henker ist auch in der Top 5 der Torjägerliste. Oh, jetzt habe ich die Transfers weitergeblättert, aber wird schon nichts so Wichtiges gewesen sein. Ja, Hannover, die mich so blöd noch vor dem 30.06. gefeuert haben, auch wenn es, was ja echt unnötig war, die wollten mir nur eins auswischen damit. Die sind allerdings mit 2 Siegen und 9-0 Toren perfekt in die Saison gestartet. Die sollten wir hier natürlich mehr als ernst nehmen. Die Spieler kenne ich natürlich eigentlich alle. Ist jetzt keiner dabei, der, aber... Oh, wir haben 8,88 Millionen auf dem Konto. Wir haben in der letzten Woche 590.000 Euro verloren. Die Fans kriegen 500 Freikarten. In der Liga ist der Saisonstart schon mal geglückt. Wir trainieren mal ein bisschen die Technik. Und im Pokal jetzt auswärts gegen eine Drittligamannschaft. Da muss ein Sieg her. Ich nehme allerdings auch den Pokal ernst. Deswegen wird jetzt hier überhaupt nicht rotiert. Weil wir einen Kader haben, da wäre Rotation eigentlich schon angebracht, aber das machen wir dann am Wochenende in der Liga. Wir haben ja durchaus einige gleichwertige Spieler, die da auf der Bank und auf der Tribüne vielleicht sogar sitzen. So, alle Spieler sind hier begeistert von meiner Ansprache. Es gibt 11.600 Zuschauer, 400 Gästefans. Sebastian Viertel tippt 4-1 und auf in die zweite Runde des Pokals. So, gibt's mal wieder ein frühes Tor. Rasner gegen Hasselbaink. Auch natürlich ein attraktives Los hier ausgerechnet gegen einen der letzten Arbeitgeber zu spielen in der ersten Runde, aber so viele ehemalige Arbeitgeber wie ich hatte auch kaum jemand. So, Rasner an Freund und Feind vorbei auf Kadric, der schlägt einen Haken, er flankt in den Strafraum, der Ball landet im Aus. Ja, Hannover hier mit mehr oder weniger unverändertem Kader, oder zumindest Startelf-mäßig hier.
Rui Rodriguez, den kenne ich, glaube ich, nicht so gut. So, Henker, jetzt mit dem Eckball. Kopfballduell vor dem Tor. Kadric überspringt die ganze Hintermannschaft und kommt frei zum Kopfball und macht ihn rein. Wir gehen mal wieder früh in Führung. Jorri, wo die Eltern den Vornamen haben, wissen wir nicht. Und da, direkt, wir kassieren dann auch immer schnell Gegentore. Robert Mara nur eine Minute später. Das Spiel ist wieder offen, so wie meine Hose. Diaz Fernandes, kein Abseits, Mara flach auf. Diaz Fernandes, der läuft noch ein paar Schritte mit dem Ball, spielt Richtung Mittelkreis. Zu kurz. Ja, 1-1, der übliche Halbzeitstand hier. War auch jeder Schuss ein Treffer auf beiden Seiten. Kadric bekommt, oh ne, Deloa bekommt ein Lob. Haut den richtig die Bude voll, aber richtig. Muss man natürlich dann auch eine Verlängerung in Betracht ziehen hier. Kölbasi sieht gelb wegen Foulspiels. Larsson stoppt den Ball, passt auf den rechten Flügel, läuft in den Strafraum. Hotic, gedrängt von Kölbasi Richtung Strafraum, verliert den Zweikampf. Bäumler gegen Hotic. Der Robin, Doppel B. Und Rasner marschiert auf den Strafraum zu, nimmt den Ball, dreht sich nach rechts, spielt auf den Flügel. Henker legt quer. Rasner spielt den Ball auf links außen, stürmt in den Strafraum. Ich meine, der Pokal wird jetzt wahrscheinlich über meinen Job in diesem Jahr nicht entscheiden, aber ich bin ja ein großer Pokalfan, deswegen gehen wir natürlich auch dieses Spiel hier mit voller Ernsthaftigkeit an. Rasner schießt hier mit voller Ernsthaftigkeit weit am Tor vorbei. Eckball jetzt von links für die Gastgeber. Larsson auf den langen Pfosten. Taylor, der lenkt den Ball übers Tor. Es gibt nochmal Eckball von derselben Seite, von links. Larsson diesmal auf den kurzen Pfosten und das war zu kurz. So, Ferreira kommt für Sigurðsson. 20 Minuten noch. Wir wechseln dann aber jetzt, nicht erst später. Cherry ist beidfüßig, kommt für Henker. Wir erhöhen auch die Offensive mal nicht. Eckball, obwohl das ja im letzten Spiel zum Sieg geführt hat. Larsson jetzt mit dem Eckball auf den Elfmeterpunkt. Fallrückzieher Diaz Fernandes, weit drüber. Sah gut aus, aber dann deutlich zu hoch. Diaz Fernandes gegen Sapai. Diaz Fernandes, Viertelstunde noch zu spielen. Hebt den Ball direkt vor den Strafraum. Bergkamp gegen Rasner. Geht an ihm vorbei. Bergkamp dribbelt nach rechts, nimmt den Ball mit. Will ins Mittelfeld spielen. Der Ball geht ins Aus. So. Ich wechsle da nochmal Borges für Lengle ein. Jetzt haben wir das Wechselkontingent ausgeschöpft. Bergkamp, die Gastgeber sind jetzt aktiver irgendwie. Steiler Pass von Bergkamp, kein Abseits. Diaz Fernandes gegen Deloa. Kann ihn abschütteln. Pass auf Hasselbein, der zieht ab und der Ball ist drin und wir liegen hinten. Scheiße. Kurz vor Schluss, 10 Minuten noch circa. Wir erhöhen den Einsatz und die Offensive. Eckball von rechts. Können wir hier nochmal die Verlängerung rausholen? Borges legt sich den Ball zurecht, drückt den fest auf den Rasen, hoch in den Strafraum. Kopfballduell. Keiner kann sich durchsetzen. Plötzlich ist Polly frei und macht ihn rein. Da ist der Ausgleichstreffer. Wir bleiben jetzt offensiv. Vielleicht können wir das Spiel jetzt sogar noch drehen. Aber es gibt direkt im Gegenzug Eckball für Hannover. Larsson, der hat heute viel Eckballtraining betrieben. Taylor stürmt raus und pflückt den Ball runter. Gibt das hier vielleicht Verlängerung? Es sieht danach aus. Es gibt Verlängerung. Diaz Fernandes nimmt den Ball mit. Bleiben wir offensiv oder nicht? Ich denke, wir bleiben offensiv. Keiner kommt ran hier an den Ball von Diaz Fernandes. Larsson. Elfmeter schießen wäre natürlich auch mal ein Spektakel. Jetzt Bergkamp auf den linken Flügel, läuft in den Strafraum. Diaz Fernandes gegen Sapai. Ist das hier ein Pokalfight? Sapai bedrängt Diaz Fernandes, setzt sich durch. Also Diaz Fernandes setzt sich durch. Pass auf Bergkamp, der lässt sich nicht zweimal bitten und der Keeper streckt sich. Und Deloa versucht noch zu retten. Kommt noch mit der Fußspitze dran und spitzelt ihn ins eigene Tor. Das zählt als Eigentor und wir liegen wieder hinten. Meine Güte. Eckball, Larsson. Drei Gegentore schon jetzt hier. Taylor kommt raus und faustet den Ball weg. Schaffen wir nochmal das Comeback mit dem 3:3 hier. Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Ich stelle auf Brechstange. Wir können nicht mehr wechseln. Geht hier noch was? Gelbe Karte für Ferreira wegen Foulspiels. Und nochmal kurz vor Schluss. Cherry nimmt den Ball mit, wird von Mara abgedrängt. Verliert den Ball. Und tatsächlich verlieren wir leider in Hannover mit 3:2. Es war ein Pokalfight, wie er im Buche steht.
Elfmeter, Eigentor, alles gesehen, zahlen 3.500 Euro Prämie. Chapman, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 3, ganz nett. Wir sind leider ausgeschieden. Oh, jetzt habe ich die Ergebnisse weggemacht, aber wir können uns zumindest die Auslosung angucken. Magdeburg mit einem Heimspiel gegen Schalke. Ingolstadt. Ja, ärgerlich, ärgerlich, aber wie gesagt, das soll jetzt aber auch nicht hier, der Pokal soll jetzt hier nicht im Fokus unseres Interesses stehen. Der Pokal wird jetzt hier nicht über Hui oder Pfui entscheiden am Ende dieser Saison. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Liga, sind da zumindest mit 4 Punkten aus 2 Spielen gut gestartet und wollen da jetzt auch so weitermachen. So, Ingolstadt gegen Burghausen, Würzburg gegen Kaiserslautern, der HSV trifft auf Mainz 05, erste Mannschaft wohlgemerkt, Freiburg gegen Heidenheim, Union gegen Leipzig, das ist aber ein Knaller für die zweite Runde, Unterhaching gegen Wolfsburg, Mainz jetzt die zweite Mannschaft, ist auch mal wieder in der nächsten Runde, trifft auf den HSV 2, das heißt, wir haben auf jeden Fall eine zweite Mannschaft im Achtelfinale. Trier hält die Amateurfahne hoch gegen den FC Augsburg und auch Hessen Dreieich, nochmal Amateure, die spielen gegen Borussia Dortmund, auch die zweite Mannschaft, da werden wir wahrscheinlich noch eine zweite Mannschaft in der dritten Runde haben. Darmstadt spielt gegen Dortmund, erste Mannschaft. Dortmund und Mainz hier mit Doppelbelastung quasi, was den Verein angeht. Hannover, die haben uns rausgeschmissen, spielen jetzt gegen Gladbach. Hoffenheim lädt ein den SSV Jahn Regensburg. Lüneburg, noch eine Amateurtruppe, die spielen gegen Holzbein Kiel. Erzgebirge Aue gegen Berliner AK, nochmal ein Ost-Duell. Augsburg, zweite Mannschaft. Haben wir auch die erste Mannschaft von Augsburg? Spielen gegen Bielefeld. Augsburg 1 spielt gegen Trier. Ja, so ist das dann halt. Und kann vielleicht dann doch nochmal die Pokalergebnisse kurz nachreichen. So, Bayern ist gegen Ingolstadt rausgeflogen. Ich blätter jetzt hier nochmal einmal schnell durch. Es gab Verlängerung. Wolfsburg besiegte Reden in der Verlängerung. Regensburg besiegte Osnabrück in der Verlängerung. Einige torreiche Spiele. Burghausen gewann gegen Bochum in der Verlängerung. Unterhaching besiegte Stuttgart im Elfmeterschießen. HSV 2 gewann gegen Cottbus in der Verlängerung. Ja, das sind die anderen Ergebnisse. Ja, ärgerlich mit dem Pokal aus, aber wir machen jetzt in der Liga weiter. Es ist dem Vorstand auch gar nicht so wichtig, was wir im Pokal gemacht haben. In der Liga spielen wir beim nächsten Mal gegen Nürnberg, Burghausen und Bochum. Nürnberg, Burghausen, Bochum, die stehen auf 13. 8 und 9. Hat alles nach 2 Spieltagen natürlich wenig Aussagekraft. Regionalliga Nord, oben Hannover, Babelsberg, unten Bremen, Jena, BFC Dynamo und Drochtersen-Assel. Drochtersen-Assel, da war ich ja jetzt vor einem Monat. Top-Club, Top-Club. Regionalliga Süd, Stuttgart, Haiger oben, unten haben wir Ulm, Schalding, Heining, Elversberg und Sandhausen. Bundesliga-Tabellenführer Leipzig, dahinter Gladbach, Union, Freiburg, Ingolstadt, Kaiserslautern, unten haben wir Dresden, Regensburg und Halle. Was machen denn unsere Jugendteams hier? Ja, die spielen gar nicht in den ersten drei Ligen. Die eigene Jugend ist irgendwo graues Mittelmaß. Auch die B-Jugend ist graues Mittelmaß irgendwo im Nirgendwo und die C-Jugend auch. Naja, ja, ich habe mein Ultimatum genannt. Wenn ich in diesem Jahr, in dieser Saison gefeuert werde, dann wird das die letzte Station meiner Karriere gewesen sein. Aber das wollen wir natürlich verhindern. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ihr Ottmar Schulz. Machen Sie es gut. Tschüss.